Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Klagemauer TV aus dem Studio Heidelberg. Heute mit dem Thema die Guidestones von Georgia. Monumentaler Aufruf zum globalen Völkermord. Während vergangene Morde an ganzen Völkergruppen immer wieder in Erinnerung gerufen werden, findet die in riesige Granittafeln gehauene Forderung der Guidestones, die Leitsteine in Georgia, USA, nahezu keine Beachtung in der Öffentlichkeit. In 8 Weltsprachen verkünden diese 6 Meter hohen Marksteine seit über 30 Jahren als oberstes Gebot eine massive Reduktion der Weltbevölkerung von derzeit 7 Milliarden auf 500 Millionen Menschen. Das entspricht einer Reduktion um ca. 90%. Kann dieses Vorhaben wohl ganz dem Zufall überlassen werden oder wird es nicht vielmehr durch gezielten und systematischen Völkermord vorangetrieben? Alle Zeichen der Zeit deuten darauf hin. Zum Beispiel die massive Förderung der Abtreibung, aktive Sterbehilfe, gewollte Zerstörung der Familie und der damit verbundenen natürlichen Fortpflanzung, genmanipulierte Nahrungsmittel, Kriege und vieles mehr. Sei kein Krebsgeschwür auf der Erde, überlasse der Natur den Raum, ist eine der Thesen und fordert geradezu zum freiwilligen Genozid auf, weil man ein schlechtes Gewissen bekommt, Mensch zu sein. Der Auftraggeber dieses Monuments und wer genau hinter diesen Forderungen steckt, ist offiziell nicht bekannt. Ebenso verheimlichen es die Behörden bis heute, wem das Grundstück gehört, auf dem diese Gebotstafeln stehen. Doch wer sich auch immer zustimmend auf diese Leitsteine von Georgia als eine Art 10 Gebote der neuen Weltordnung bezieht, rechtfertigt damit einen geplanten Völkermord nie dagewesenen Ausmaßes. Unsere Sendung heute endet mit einem Zitat von Paul Valéry, einem französischen Lyriker. Der Krieg ist ein Massaker von Leuten, die sich nicht kennen. Zum Nutzen von Leuten, die sich kennen, aber nicht massakrieren. Liebe Zuschauer, helfen Sie mit, dass diese Tatsachen Beachtung in der Öffentlichkeit finden, indem Sie diese Nachrichten verbreiten. Geben Sie den Link von Medienklagemauer TV in Ihrem Umfeld weiter und schalten Sie auch morgen wieder zu. Auf Wiedersehen. Ein Sprung, nicht erschrecken. Ein bisschen brutal jetzt hier dieser Sprung, aber ich warne euch ja. Keine bösen Bilder, ich bringe keine negativen Bilder, aber das hier ist sehr deutlich. Das ist ein Ausdruck dieser Scheinerleuchtung. Ich habe das schon mal gezeigt, aber das müsste jeder Mensch auf dieser Welt kennen, dass es das gibt. Und das ist nicht einfach nur ein Witz, das ist ernst gemeint. Das steht in den USA im Bundesstaat Georgia. Georgia. Ja, und die nennen sich selber, dahinter liegt eine Platte im Boden, da wird selber anonym gesagt, das wurde scheinbar anonym errichtet, so bei Nacht und Nebel haben ein paar Leute schnell 5 Meter hohe Granitdinger auf öffentlichem Grund aufgestellt, keiner hat es gesehen, auch die Regierung nicht, und es steht nach 40 Jahren immer noch, 1980, also 32 Jahre jetzt. Und da drauf steht eben Georgia Guidestones. Die nennen sich selber so. Guidestones, so Wegweisersteine. Guide, führen, Stones, Steine, also so Führersteine. Einfach, ja, Steine mit Richtlinien. Da sind nämlich 10 Gebote drauf. 4 Steine. 4 Steine gibt 8 Schreibtafeln, Schreibflächen. Und auf allen steht das Gleiche drauf, aber in einer anderen Sprache. Hier sehen wir es. Es ist nach der Sonne ausgerichtet, ganz klar, hier da. Und da steht eben Russisch und Chinesisch und Arabisch und Hebräisch und Hindi und Swahili, Spanisch und Englisch. Und, ja, von uns wird erwartet, dass wir Englisch können. So. Und da oben sind noch auf Babylonisch, klassisch-griechisch, ägyptische Hieroglyphen und Babylonisch, ein kurzer Affirmation beschrieben, nämlich mögen diese Richtlinien uns in ein Zeitalter der Vernunft führen. Age of Reason. Ein typischer, ja. Also hier sprechen ganz vernünftige Leute. Und da steht drauf, Satz 1 heißt, haltet die Menschheit konstant unter 500 Millionen. Das ist eine halbe Milliarde. Und heute sind wir ein bisschen mehr. So, wir können die Differenz ausrechnen, was die denken. Und da gibt es auch schön humanistische Sprüche dabei. Da wird auch von Liebe und Umweltschutz und so gesprochen.
Und der 10. Satz geht auch um Umweltschutz, da steht, mach Platz für die Natur, sei kein Krebsgeschwür, mach Platz für die Natur, mach Platz für die Natur. Zweimal, mach Platz für die Natur, sei kein Krebsgeschwür. Das können wir 1 und 10 zusammennehmen, das sehen wir, sie sagen, wer immer in der Reduktion, wenn es erwischt, ist er nur ein Krebsgeschwür. Also das ist, was sie von uns halten, Krebsgeschwür. Das ist ein ziemlich brutales Schimpfwort, oder? Wenn du jemandem sagst, verschwind du Geschwür, das ist brutal, oder? Aber das meinen die hier in 8 Sprachen. Und wie können sie das sagen? Eben, das ist diese Scheinwahrheit, Scheinerleuchtung, wo man denkt, gut und böse ist gleichwertig, weil letztlich ist alles eins, letztlich ist alles abstrakt und gut und böse ist nur subjektiv. Natürlich, für diejenigen, die es erwischt, ist es böse, aber für die Natur ist es gut, wenn da mal 6 Milliarden Fresser weg sind. So, hier sehen wir, es ist eine andere Mentalität. Vor kurzem wurden die angesprüht, you will not succeed, ihr werdet keinen Erfolg haben, Jesus wird euch Satanisten schlagen. Da war jetzt ein christlicher Fundamentalist hergekommen. Hat er aufgespürt, Council on Foreign Relations is run by the devil. Der Council of the CFR ist vom Teufel geführt. Und da hat er sich ein bisschen ausgetobt hier. Ja. Und auf dieser Tafel, wo das draufsteht mit den Georgia Guidestones, da steht auch noch anderes drauf, steht Death to the New World Order, Tod der neuen Weltordnung. Naja, und hier, No one will govern, keine Einweltregierung. Also der versteht, worum es geht, aber seine Alternative ist nicht besser. Denn er kommt auch vom anderen Extrem, vom religiösen Extrem. Und solange die zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und hier drauf, es ist alles anonym, aber man muss nicht ein großer Eingeweihter sein, um zu verstehen, wer das errichtet hat. Wenn das irgendwelche unautorisierten Leute errichtet hätten, wäre das sofort wieder entfernt worden. Selbst wenn es anonym errichtet worden wäre, aber es steht seit über 30 Jahren und es gibt eine kollektive Verschwörung in den Massenmedien, dass niemand darüber berichtet. Ich werde sagen, von wem ich es erfahren habe. Das wird noch erstaunlich sein. Aber darauf ist ein ganz einfacher Hinweis, nämlich das offizielle Eröffnungsdatum, da gab es nie eine Feier, ist aber der 22. März 1980. Da steht drauf, eingeweiht oder eröffnet, 22. März 1980. Und das ist von der Zahlensymbolik her ganz einfach zu durchschauen, weil wir wissen, im Amerikanischen steht der Monat vor dem Jahr. Deswegen sagen wir 9-11, 9-11 für 11.9., logisch. Und deswegen steht hier, März 22, March 22, das ist 322, 322 und 322 kennen wir, woher die Zahl kommt. Das ist die Zahl, die typisch ist bei Skull & Bones, sie gehört dazu, man rätselt, warum 322, da gibt es verschiedene Theorien, aber ist nicht relevant, es ist ihre Zahl und genau diese Zahl steht bei den Georgia Guidestones. Und da gehört der Bush Senior und der Bush Junior dazu, Obama nicht, aber seine Hinterleute und so weiter. Amerikas geheime Machtelite. Und wenn die so ein Monument aufstellen, dann bleibt stehen und dann schweigt Geo, dann schweigt National Geographic, dann schweigt Herald Tribune, dann schweigt jede Zeitung. Im Internet finden wir es, aber es wird nicht herausgegeben. In Deutschland wird zurzeit wegen Veränderungen, die in der Natur vor sich gehen, an der großen Transformation der ganzen Welt gearbeitet, die von keinem anderen als dem WBGU gefordert wird, dem Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderung. Hauptsächlich wird dieser WBGU von einem Menschen koordiniert, der nicht erst seit gestern persönlicher Berater der Bundeskanzlerin ist, sondern schon sehr lange in mehreren Gremien sitzt, die diese große Transformation auf verschiedenen Wegen anstreben. Ich spreche hier von Professor Dr. Hans-Joachim Schellnhuber, CBE. Hier wollen wir mal sehen, wer dieser Schellnhuber eigentlich ist. Vielleicht können wir ja entdecken, woran das liegt, dass ausgerechnet ein deutsches Nachkriegskind eine weltweite große Transformation fordert. Die Königin selbst, Queen Elizabeth II., kam höchstpersönlich nach Deutschland, um ihm die dritthöchste Würde des britischen Empire zu verleihen. Er wurde,
Honorary Commander of the Most Excellent Order of the British Empire, kurz CBE. Und zu bemerken ist, dass nur diejenigen damit ausgezeichnet werden, die sich besonders um das britische Empire verdient gemacht haben. Dass Schellnhuber darauf sehr stolz ist, kann man daran sehen, dass er ihn überall anführt. Auf seinen Professortitel, der ja nur notwendig für ihn war, war er ja nicht so stolz. Aber die Queen war 2004 ja auch nicht umsonst in Deutschland. Und es war zu der Zeit, als die Queen, how shocking, über ihren Schlössern in Balmoral, Schottland und Sandringham in Norfolk ein merkwürdiges Wettergebaren beobachtete. Sie ist ja schließlich auch schon sehr alt. Dadurch, berichtete der Guardian, ging sie dazu über, ihren ersten Wissenschaftler im Königreich und Schellnhuber damit zu beauftragen, den damaligen US-Präsidenten George W. Bush aufzusuchen und ihn von der CO2-Reduzierung zu überzeugen. So lange, bis sich die amerikanische Botschaft über diesen Besuch beschwerte. Schellnhuber sagt übrigens zu seinem wissenschaftlichen Kollegen aus dem Königreich: Schnell wurde ich mit Sir David King, dem obersten Wissenschaftler des Vereinigten Königreichs, bekannt. Und er fragte mich um Rat. 2005 bereitete ich sogar eine Konferenz für Tony Blair für das G8-Treffen im Glen Eagles vor. Genau im Zuge der seltenen Einmischung der Queen in die Politik eröffnete sie eine Klimakonferenz zwischen Großbritannien und Deutschland, bei der auch Tony Blair per Videobotschaft eine spezielle Allianz für Deutschland und Großbritannien vorschlug, die versuchen soll, die anderen Nationen von dem menschengemachten Klimawandel und der Notwendigkeit der CO2-Reduzierung zu überzeugen. Damit wurde ein Traum für Schellnhuber wahr. Jetzt musste er nicht mehr Angst haben, dass seine Forschungsthesen in den Wind geschlagen oder er gar Gefahr läuft, irgendwann demotiviert aufgeben zu müssen. Die Erde wird wahrscheinlich bis 2050, wenn wir den Projektionen Glauben schenken wollen, von mindestens 9 Milliarden Menschen bevölkert sein. Wir müssen uns nur vorstellen, dass diese Menschen in etwa dasselbe Konsumniveau erreichen würden, wie es heute Portugal hat, eines der eher ärmeren Länder innerhalb der Europäischen Union. Wenn man sich vorstellt, diese 9 Milliarden Menschen würden all diese Ressourcen in Anspruch nehmen, dann würde die Erde explodieren. Herr Schellnhuber hat uns aber dennoch den Gefallen getan, in der Vorbereitung des Klimagipfels in Kopenhagen 2009 folgende Aussage zu treffen, die doch ein gutes Schlaglicht darauf wirft, woran man hier eigentlich denkt. Er sagte: Zynisch betrachtet ist das ein Triumph für die Wissenschaft, denn wir haben endlich wenigstens etwas stabilisiert, nämlich die Schätzung, wie viele Menschen unser Planet tatsächlich tragen kann, weniger als 1 Milliarde. Welch ein Triumph! Andererseits, wollen wir diese Alternative? Ich denke, wir können viel, viel mehr erreichen. Also die Denkrichtung dieser Leute ist ganz klar. Was sie uns mit diesem Bericht hier aufdrücken wollen, der sicherlich mit gutem Geld, mit Steuergeld bezahlt worden ist, ist eine oligarchische Weltsicht von Leuten, die eben in einem Planeten leben wollen, wie das Bertrand Russell mal so sagte, wo sich eben die wenigen frei vermehren können, ohne sich Sorgen machen zu müssen über ihre begrenzten Ressourcen und so weiter. Dem entgegen halten wir, dass die Natur des Menschen eine kreative ist. Die ist eben nicht begrenzt, sondern der menschliche Geist funktioniert nach denselben Prinzipien wie das Universum, was auch nicht begrenzt ist. Und wer auch immer so etwas behauptet, entpuppt sich leider wirklich als Hohepriester eines Kultes. Und das haben Imperien in der 2500-jährigen Geschichte der europäischen Zivilisation immer wieder versucht. Und das, was wir heute erleben, ist eben nichts weiter als eine Neuauflage eines solchen wirklich delphischen Kultes, indem man die Menschen verrückt macht, ihnen Angst einjagt vor der grausamen Zukunft, die ihnen bevorsteht, wenn sie so weitermachen wie bisher, und sie unter diesem Druckmittel zu Entscheidungen bringt, die eben sowas zur Folge haben wie eine Welt mit weniger als 1 Milliarde Menschen. Denn wie wir da hinkommen, das können Sie sich selbst ausdenken, wie das aussehen würde.